So, wir wollen eigentlich jetzt zurück die Aufgabe abgeben, richtig? Tempel der Sonne. Ja, da waren wir schon drin. Karte. Es könnte hier außenrum noch was sein. Ja, komm. Wir werden bestimmt nicht allzu bald hierher zurückkehren. Also Wasser wandeln. Und einmal um die ganze Insel rumlaufen. Jedenfalls so einmal am Rand lang gucken, ob noch irgendwelche anderen Inseln in Sicht sind. Es wäre schade, wenn man da irgendwas verpassen würde. Denn auf der Inselkette hier, also den Evermore Islands, oder Evenmore, weiß ich gar nicht, hatten wir eigentlich nur die Geschichte für die Druiden. Für die Priesterschaft sollten wir die Karte hierhin besorgen. Also eventuell müssen wir nochmal hierher für die nächste Stufe der Priesterin. Weil wenn die erste Stufe, oder der erste Stufenaufstieg von Priester zu Kleriker oder andersrum die Karte braucht, dann wird die zweite, also gut oder böse, bestimmt auch irgendwas hier auf der Insel selber brauchen. Wäre jedenfalls naheliegend. Sagt die Karte. Karte sagt, hier ist nichts. Wie lange hält das Wasserwandeln eigentlich? 1 Stunde 21. Wie lange ist 1 Stunde 21? Lass mal wieder ein bisschen nach Süden drehen. So. 1 Stunde 18. Also in ein paar Sekunden sind 3 Minuten um. Und eine Warnung gibt es, glaube ich, auch nicht. Aber gut, das Schlimmste, was passiert ist, die plumpsen kurz ins Wasser, schreien alle einmal auf und dann ist gut. Oh, haben wir noch eine Fliegenschriftrolle? Brauchen wir wirklich noch so ein Fliegen. albernes Ding? Das ist gleich einen ganzen Zacken schneller. Die Insel da haben wir schon. Ja. Kann auch nicht wirklich was daneben sein. Aber im Südosten vielleicht. Hui. Oh, wir fliegen so nach oben, wenn wir nach oben gucken. Das ist sehr schön gemacht von dem Patch. Also der Grayface-Patch. Nö. Schade. Aber gut, bleiben wir schon mal unsere nächsten Schritte. Wir wollen jetzt zurück nach Tattaglia. Da wird das Boot wahrscheinlich hinführen. Dann von Tattaglia müssen wir zurück nach Erassia. Von Erassia nach Harmondale. Von Harmondale nach Tullianischer Forst und da dann die Quest abgeben. Bei dem Oberdruiden. Oder beziehungsweise beim Rang höheren Druiden. Okay. Und vorher sollten wir noch in Erassia einen kleinen Zwischenstopp machen, um zu trainieren. Wobei, wenn wir die Quest abgeben, müssen wir eh wieder trainieren, ne? Weil wir noch einen Aufstieg kriegen. Ja, das Leben ist schon schwer, wenn man Level hinterhergeworfen bekommt. So, ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Und das war absolut nichts hier. Schade. Ist da oben drauf was? Nee, das wäre ein schönes Gimmick gewesen. Also ja, diese Freiheit finde ich auch super. Oh, was haben wir da? Ein Haus. Das Geschäft ist geschlossen. Ein geschlossenes Haus. Sonnenaufgang. Oberste Gilde des Willkommen in der Wassers. Gilde des Wassers. Wasserwandeln, Leuchtfeuer. Das ist Großmeister. Das dauert noch. Stadtportal und Eissturm. Sie braucht noch ein paar Teile für ihren nächsten Zaubererrang. Aber Stadtportal und Eissturm hätte ich schon ganz gerne. Das Schatten erkenne der ich nicht. Macht, Tag des Schutzes, Schutz der Magie. Was? Ich Schutz würde gegen gerne Magie? helfen. Schutz gegen Magie. Das kann einmal verkauft werden. Keinen Das Platz mehr. kann eigentlich auch weg. Ich weiß nicht, was das ist. Kann weg, kann weg, kann weg, weg. Stadtportal. Das kaufe ich jetzt. Willkommen in der Gilde des Wassers. Kein Platz mehr. Willst du mich veräppeln? Okay, dann tu die komischen Dafür habe ich keinen Platz. Schuhe weg. Ach, die brauchen 3x3 oder so, ne? Ja. Und den Dolch. Und dann hast du da Platz für ein Zauberbuch. Wir müssen unbedingt Willkommen in verkaufen. der Gilde des Wassers. Stadtportal. Zzz. Jetzt haben wir kein Fliegen mehr. Dann halt so. Die Docks sind im Osten ungefähr. Da lang. Oh, ein Plattenpanzer.
der noch mehr Platz wegnimmt. Und es ist kein Plattenplatz, sondern einfach nur ein großer Stein. Was brauchen wir jetzt noch für Talana? Für die Zaubererstufe? Ja, das ist nicht schön. Ich würde gerne helfen. Also, Hügelgräber. Genau, Hügelgräber brauchen wir. Tatalia haben wir, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich weiß, wir haben Bracada. Ich weiß, wir haben Deja. Und Tatalia. Und Hügelgräber haben wir auf keinen Fall. Und ich glaube, Effli auch nicht. Das heißt, wenn wir die Quest abgegeben haben für den Druiden, könnten wir auch noch... Bitte sehr. Kurz Proviant kaufen. Könnten wir auch noch nach Effli gehen und da den Golem-Teil suchen. Damit wir möglichst schnell mit Talana auch eine Stufe bekommen. Und dann die schönen Zauber sprechen können, wie Stadtportal zum Beispiel. Kommt dann am anderen Tag wieder. Ja. Ahoi, Anker hoch und Segel setzen! Sehr schön. Können wir von hier aus gleich nach Rassia? Ahoi! Nee, wir könnten zurück. Wir wollen nicht zurück. Irgendwann vielleicht kommen wir mal zurück, um die Großmeisterzauber zu sprechen. Aber bis dahin, nix da. Also, reiten. Morgen reiten. Übermorgen reiten. Die haben zwei Tage, an denen keine Pferde irgendwo hinfahren. Das ist ganz schön provinzial. Hallo, es geht sofort los. So. Hamadale. Ihr wollt es sofort los. Tolorianischer Forst. Hallo, ihr, es geht sofort los. Das ist eine super Anbindung. So, der Druide war, ich glaube, hier vorne gleich. Großdruide. Ich muss euch nur in die Augen blicken, um zu erraten, wo ihr wart. Ihr habt die Kreise gesehen und sie haben einen Eindruck bei euch hinterlassen. Alle Druiden unter euch, nun mitzuteilen, dass sie jetzt Großdruiden sind, ist nur noch Formsache. Dem Rest von euch mitzuteilen, dass ihr jetzt Vertraute des Großdruiden seid, ist meine Art, euch den Respekt zu erweisen, den ihr mir und meinem Glauben erwiesen habt. Sehr schön. Das heißt, sie kann jetzt Luft- und Erdmeister werden. Das heißt, sie kann gleich fliegen und sie kann Telekinesisch sprechen, sobald wir die Meister gefunden haben. Also lasse ich mich doch gleich mal wieder ablenken von meinen ganzen Plänen und suche die Meister. Meister Luftmagie in Effli. Das passt. Und Meister der Erdmagie lebt hier im Tolianischen Forst. Lara Steinbrecher. Okay. Zoom. Zoom. Okay, einmal reicht. Jetzt suchen wir die Steinbrecher-Residenz. Silberspitz. Smaragdhof. Halle der Bewahrung. Steinbrecher-Residenz. Okay. Also, Westen. Erstmal in die Stadt selber kommen. Da müssen wir so eine Rampe hoch. Obwohl, hey, wir haben Sprung. Ja. Na, gucken die Elfen, ne? So, Trainingshalle. Übung macht den Meister perfekt. Perfekt. Oh, wir können hier nicht über 25 perfekt lernen. Perfekt. Okay. Steinbrecher-Residenz war hier vorne, glaube ich. Haus. Steinbrecher. Erdmagie-Meister, 4000. Haben wir auch schon Zauber für dich? Stunde der Macht, Stärke des Schutzes, Federfalkern weg. Das erkenne ich nicht. Fliegende Faust. Das sind alles die Klerikalen, ne? Das okay, und die High-End-Zauber. Du bist noch kein Körpermagie-Meister. Das fehlt auch noch. Schade. Gab es hier Magierschulen?
Wenn ja, bräuchten wir die Erdschule. Wobei die ist bestimmt eher bei den Zwergen, die Meister-Erdschule. Hier haben wir eine Kneipe. Nö. Nee, ich glaube, es gab hier keine. Die gab es in Effli. Aber da müssen wir eh hin. Ja, okay. Runterhopsen. Und da lang. Guten Tag. Los geht's. 3 Tage bis Affli. So, hier wollten wir jetzt Luftmagie. Im nordöstlichen Dorf in Affli, haben sie uns gesagt. Also hier. Bei. Nimm Meister Luftmagie. Grünsturm. Die Plüschkutsche. Was ist ein Elfenname wie ein Burschiert? Rehjäger. Grünsturm. Direkt nördlich von uns. In dem Zelt er wahrscheinlich. Den Luft, also den Fliegzauber brauchen wir dann auch noch. Wir müssen echt irgendwo zu den Magiern wahrscheinlich gehen, ne? Nach Barkada und da die ganzen Zauber kaufen. Das macht Sinn. Luftmagiemeister. Tada! So, und hier gab es elementare Schulen, oder? Oder war es die Klerikalen? Klerikale. Meh. Okay. Apropos Klerikal, wo ist der Körpermagiemeister? Seelenmagie, Geistesmagie, Körpermagie. Bruder Bomba, Süden Totalia. sind wir gerade erst durch. Aber na gut. Geld abheben? Nee. Nee, wir hauen einfach wieder ab. Guten Tag, Sing. Los geht's. Wir haben ja das Geld. Wochenlang durch die Lande zu reiten. Los geht's. So. Hallo, ihr wollt. Nee, nicht wieder zurück. Hallo, es geht. Rassia klingt gut. Und dann schauen wir mal, ob die Lehrer hier uns weiterbringen können als die Elfen. Wenn nicht, wäre es schade. Nee, geht nicht. Vielleicht die Magier? Deren Ecke ist ja doch ein Zicken gefährlicher als hier. Sonnenaufgang, hallo. So. Ihr, es geht sofort los. Meister Bomba, wo bist du? Bestimmt hier irgendwo im Sumpfen. Everils. Stil, Gewissen. Bruder Bomba. Ein Ticken östlich von uns. Nicht im Stall. Die da könnte es sein. Nee. Weinkeller. Oh, stimmt. Hier gab es noch diese Herren der Untoten. Hier könnten wir bei Zeiten auch mal besuchen. Und wo wir gerade hier sind, kommen. Feuermagie-Experte. Damit der Fackelschein ein bisschen länger hält. Sand kaufen wollen wir nicht. Bruder Bomba. Körpermagiemeister. Sehr schön. Fliegende Faust. Und Schutz gegen Magie. Sehr, sehr praktisch. Den müssten wir eigentlich immer sprechen, den Schutz vor Magiezauber. Gerade bei Fallen und dergleichen. Was anderes gab es hier nicht wirklich von Interesse, oder? Außer dem Weinkeller. Also keine großartige Schule der Elementarkunst oder dergleichen. Da oben gab es noch die Mercenaries. Obwohl die uns eigentlich nichts getan haben. Töten wir erstmal diese, oder versuchen zu töten, diese Anführerin der Untoten. Dafür hätten wir gerne Fackellicht. Wir hätten gerne das da. Wir hätten gerne Schutz vor Magie. Wir hätten gerne Schild. Wir hätten gerne das da. Nur eine Fledermaus.
Oh, du bist näher als eine Fledermaus. Du bist aber auch gleich tot. Wow. Was zur Hölle war das? Ja, nicht schön. Okay. Aufstehen, du. Heilen dich. Wo zur Hölle sie? Du sprichst Bewahrung.